So. Doch kein, kein Sinn für. Wenn ich das Ding hier vorne abmache, das macht das Licht weg. Warte mal. So, ein paar Hilfen. Zum einen, dafür habt ihr die Taschenlampen. Wenn ihr eure Kameras einstellt, stellt sie erstmal auf manuell, ganz wichtig, keine Auto-ISO-Nummern. Ne? Man muss natürlich testen. Die Taschenlampen sind alle sehr unterschiedlich. Die vielleicht stärkeren Lampen für hinten, die etwas schwächeren für vorne. Wenn wir den Fokus setzen wollen, sucht man sich mal so einen Punkt. Dann fokussiert da einmal drauf, da könnt ihr auch ruhig den Autofokus so nutzen oder auch manuell, egal. Wenn ihr den Punkt habt, dann den Autofokus ausstellen. Nicht mehr gegen die Kamera dengeln, auch nicht mehr am Objektiv rumfummeln. Jetzt geht es nur noch um die Zahl, okay? Mhm. Ja, und die Blende? Wunderbar. Ja, also tatsächlich, die Belichtung können wir wirklich nur austesten. Um das Verwackeln zu verhindern, empfehle ich folgende Einstellung. Zum einen Stativ mit einem Zeitauslöser zu arbeiten. Am besten ist natürlich der Fernauslöser, aber mit dem Zeitauslöser 2 Sekunden oder 10 Sekunden. Einige wollen es von mir aus auf 10 Sekunden. Wer es ganz genau nehmen will, kann auch mit der Spiegelvorauslösung arbeiten. Das bedeutet, dass der Spiegel erstmal hochklappt und dadurch weniger Erschütterung in der Kamera vonstatten geht. Wir arbeiten jetzt erstmal mit 30 Sekunden. Das ist erstmal so das gängige, was man in der Kamera erreichen kann. Im Idealfall hat man natürlich gleich einen Fernauslöser dabei. Dann kann man natürlich auch länger arbeiten. Man selber kann ins Bild laufen, das ist gar kein Problem. Und man erinnert sich noch, ne, eines der ersten Fotos, Paris, nur die Stadtaufnahme, warum ist da keiner zu sehen, außer der beim Schuhputzer steht, weil er ewig belichtet hat. Ne? Also man sollte sich bewegen. Im letzten Workshop auch, da habe ich hinter jemandem gestanden und habe mich immer nur so oben bewegt mit der Taschenlampe und das Einzige, was man sieht, ist ständig der Stiefel im Bild. Der steht wie so ein Geisterstiefel. Ne? Wir werden erstmal einen Test machen. Die LED-Lampe, ne, die sind nicht immer gleich genormt. Das heißt, es kann auch mal sein, dass einer eine gelbere hat, einer eine blauere hat. Nimmt man es genau, müsste man in dem Moment eigentlich dementsprechend filtern oder einen Weißabgleich machen. Ich finde ja eigentlich bei dieser Wanderlichtgeschichte ja, diesen Faktor Zufall, also ein bisschen dieses Anarchistische, eigentlich den spannenden Teil. Wenn ich einen Bereich ausleuchte und vielleicht häufiger drüber gehe, wird der natürlich heller. Vielleicht frisst er auch mal aus. Das finde ich aber eigentlich genau am Wanderlicht das Spannende. Beim Wanderlicht benutzen wir die Taschenlampe eher als Scheinwerfer. So, hier kann man dann zum Beispiel auch solche Sachen machen wie so Lichtkeile über Boden. Zwei Möglichkeiten habe ich. Ich kann die Taschenlampe einmal so bewegen, der Schatten bleibt stehen, dann kommt der auch genauso ins Bild. Auf der anderen Seite aber kann ich mich auch mit der Lampe hin und her bewegen, dann wird der Schatten eher irrelevant. Ich kann eine Struktur nachmalen, kann ich genauso gut auch ins Gegenlicht gehen. Würde das so sehen? Ja, nein, oder reichen. Ja. Okay. Das ist ein wichtiger Punkt. Die Taschenlampe selber darf nie so in die Kamera kommen. Warum nicht? Zu hell. Vor allem dann ist das Lightscribing. Das Lightscribing, das ist dann eben das, wo man ne, mit kleinen Fläppchen hier einen Punkt vormacht. Und dann kann ich mich hier hinstellen und ne, Herzchen malen, Delfine oder Namen und Geburtstagsdaten. Ich will das gar nicht so ins Lächerliche ziehen. Also, da kann man schon tolle Sachen mitmachen. Also wir machen es wanderlich. Das bedeutet also, wir wollen nicht die Lampe im Bild haben. Das mache ich sogar so, dass ich mir eine Pappe dran mache, dass ich tatsächlich immer eine abgeschirmte Seite habe. Denn in dem Moment erreicht wirklich so ein kleiner Fissel in der Kamera drin und es ist sofort ein Strich drin. Ich persönlich halte mir die Taschenlampen einfach mal, wenn ich arbeite, wirklich so gegen den Körper. Und gucke eigentlich, dass ich mit dem Rücken auch möglichst Richtung Kamera stehe. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man da reinkommt, relativ klein. Hier kann man sich so kleine unter Umständen Pappschablonen bauen, die das Licht unter Umständen noch mal mehr forcieren. Oder auch mit Farbfiltern arbeiten. Wie sieht's aus? Ja. Fokuspunkt habt ihr alle? Ja. Alle haben jetzt Blende 8, 30 ja. Sekunden. Ja. 1, 2, 3. Ding ist schon sinnvoll. Oh nein! Vorsicht! Unter das kommt gut auf dem Video. So, oder? Ja, jetzt ist vorbei. So, dann bin ich mal gespannt, was da auf der Kuh ist. Alles klar? So, dann zählen wir runter. So, seid ihr soweit? Ja. 3, 2, 1 und los! Los, los! Oh. Vorsicht! Vorsicht! Oh, das ist fertig.
denn hier los? Wie wird es denn auch sein? Ende! Muss aus dem Moment. Ja, sieht cool aus. Mir war auch ein bisschen lang. Das war unser kleiner Workshop zum Thema Wanderlicht hier im Landschaftspark Duisburg-Norden mit unserem Fotokurs zweites Semester. Und ja, ich würde sagen, jetzt ist auch schon spät. Wie spät haben wir? Halb zwölf. Nur noch mal so für die Akademieleitung. Und ja, Gruppenfoto, fertig? Ja. 3, 2, 1, los! Wie lange müssen wir jetzt stillhalten? 4 Sekunden habe ich. 4 Sekunden, okay. Ende. Get out. It is.